Ja, die BFG ist mit einem Wort. Menschenfreundlich. Super. Unerlässlich, oder? Ja, unerlässlich. Was ich von der Gewerkschaft erwarte? Naja, ich glaube, das alles Entscheidende ist, dass sie sich mit allem, was sie hat, für die Mitglieder einsetzt. Ich denke, das ist auch wichtig, dass halt das Spaß macht einfach. Dass man merkt, man ist Mitglied von einer Gemeinschaft und hat zusammen Spaß und bewegt auch was. Ja, ich glaube, das ist schon das alles Entscheidende, dass die BFG so eine richtig große Gemeinschaft bietet, eine große Familie. Dass der Mensch einfach im Mittelpunkt steht. Ist ja fast schon so Motto, Kathi, oder? Ja, stimmt. Falls die Menschen braucht, ganz wichtig. Also ich bin die Lena, ich arbeite beim Landesamt für Finanzen. Ich bin dort Jugendvertreterin und natürlich bin ich auch Mitglied in der Bayerischen Finanzgewerkschaft. Ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass einfach, wenn ich Fragen hatte von der Jugendvertretung zum Beispiel, dass mir dann mal weitergeholfen wurde und ja, dass so einfach die Anliegen auch in der Politik immer vertreten wurden. Ja, ich bin der Florian. Ich bin 33 Jahre alt und bin der Landesjugendleiter der Bayerischen Finanzgewerkschaft. Ich bin tatsächlich am ersten Tag meines Dienstantritts sozusagen beigetreten. Es war einfach so, dass man relativ schnell klar war, dass man als Einzelner gegen die große Politik, gegenüber dem Landtag nichts erreichen wird. Politisch stark ist man eigentlich immer nur in der Gemeinschaft und von daher war der Schritt relativ klar in die größte Gemeinschaft und das ist einfach mal die BFG mit über 11.000 Mitgliedern einzutreten. Ich bin der David vom Finanzamt Aschaffenburg, bin in Aschaffenburg als Jugendleiter der BFG und bin auch Bezirksjugendleiter Nordbayern. Ja, wir sind auf jeden Fall immer ziemlich gut informiert durch die BFG, durch unsere Website und auch über die Facebook-Seite. Also als BFG-Mitglied erfährt man eigentlich immer als erstes, was Sache ist. Im letzten Doppelhaushalt haben wir 500 neue Anwärterstellen bekommen und vielleicht ist ja jetzt sogar der ein oder andere, naja, was heißt vielleicht, der ein oder andere Anwärter ist definitiv nur deshalb da, weil wir für diese Stellen gekämpft haben. Für die Anwärter haben wir beispielsweise erreicht, dass wir in der letzten Tarifrunde über 8% Besoldungserhöhung erreicht haben. Aber in der Freizeit, Kathi, da sorgen wir eigentlich auch für eine Menge Spaß. Also das beginnt von Bowlingturnieren über irgendwelche Partys, die wir an den Lehrgangsorten organisieren. Casinofahrten, Schlittenfahren waren wir letztes Jahr im Winter in Garmisch. Spielbank darf man natürlich nicht vergessen. Fahren wir auch jedes Jahr, oder? Genau, nach Garmisch. Ja, und jetzt dann haben wir im Juli noch das große Bayern-Turnier. Ja, weil es den Menschen braucht, ist unser Motto jetzt für die Personalratswahlen 2016. Aber ich glaube, das ist ein Motto, das auch über die Wahlen hinaus Bestand haben kann, Kathi, oder? Gilt eigentlich für alle Zeit, kann man wirklich sagen, weil es einfach die Menschen immer braucht und der Mensch immer wichtiger ist als die ganze Technik und also ich glaube, da kann man alle Modernisierung. Das kann man nur unterstreichen. Also ich glaube, ein PC wird niemals den Menschen ersetzen. Ja, er wird vielleicht das eine oder andere erleichtern, aber im Grunde genommen die Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen, die werden immer beim Menschen bleiben. Und manchmal bedarf es einfach auch, ja, man kann schon sagen, der menschlichen Intelligenz, ja, dass man eine gute Entscheidung fällt. Und von daher ist es nach wie vor der Mensch, der bei uns im Mittelpunkt steht, auch bei den Personalratswahlen.